Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Ja, ich hatte euch ja neulich, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, einen riesengroßen Haul gezeigt. Und da war unter anderem dieses Geburtstagsset mit der 6438 drin. Und da habe ich super viele Nachrichten hier und auf Instagram bekommen, ob ich das nicht bitte, bitte, bitte einmal zeigen kann, wie das ausgepackt aussieht und ob ich das empfehlen kann. Und ich dachte, ja gut, dann machen wir das einfach mal, weil warum nicht? Genau, und hier seht ihr auch schon mal den Beutel. Das kommt halt nur in so einem Beutel, in keinem Umkarton. Also einfach schlichtes Plastik, leider, muss man einfach mal sagen. Ich finde ja eh, dass Playmobil so viel Plastik immer überall drin hatte. Ich finde das richtig schlimm, weil wir versuchen sollten, Plastik zu meiden. Und ja, da seht ihr wieder, diese Beutel sind auch alle nicht richtig voll und... Ach, ich weiß nicht, ich habe mich da schon so oft auf Instagram drüber aufgeregt, von daher ja. Folgt uns eigentlich schon auf Instagram, wenn nicht, dann macht das doch gerne. Ich verlinke euch das einmal unten in die Infobox. Und den Haul packe ich einmal oben in das i, da könnt ihr nochmal reingucken. Dieses Set hat 12,99 € gekostet, das ist gerade im Angebot. Ich habe auch nochmal eben gerade geschaut, ob es noch da ist und es ist noch vorrätig. Ja, wie ihr seht, ist da jetzt diese ganzen Tüten und diese Platte. Ich werde jetzt auch nicht alles zeigen beim Auspacken. Das ist jetzt zum Beispiel hier schon mal der ganze etwas größere Kram. Und dann haben wir die Gebrauchsanleitung. Und da unten seht ihr noch diese ganzen kleinen Sachen, die gerne mal verloren gehen, wenn man nicht drauf aufpasst. Genau, und jetzt fangen wir das Ganze auch schon an aufzubauen. Genau, diese Platte hier, die beinhaltet dann so einen Gartenzaun. Die müsst ihr ein bisschen hin und her schieben, diese roten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese roten Stecker. Ich sage jetzt auch mal Stecker dazu. Und genau, dann habt ihr noch so weiße Pfähle. Das sieht eigentlich total schön aus. Da seht ihr das schon so ein bisschen. Dann haben wir hier einen wunderschönen Blumenbogen. Den finde ich auch richtig toll. Der gefällt mir auch gut. Mit ganz vielen verschiedenen Blüten. Jetzt gerade toll zur Sommerzeit. Also bei uns ist das Wetter gerade wieder richtig schlecht. Wir hatten jetzt wochenlang schönes Wetter und jetzt ist das Wetter wieder leider schlecht. Und ja, vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück. Ab morgen soll es ein bisschen wärmer werden. Genau, und jetzt fummel ich hier die ganzen Blumen eben rein und mache da draußen dann gleich diesen wunderschönen, ja, Blumenbogen. Ich achte übrigens nie auf eine Anordnung. Mir ist das eigentlich immer egal, weil in der Natur wachsen die Blumen meistens auch kunterbunt und von daher stört mich das gar nicht, wenn das nicht so ganz, ja... gleichmäßig ist und ich gucke auch nie auf die Verpackung, sondern mache das einfach, wie mir das gefällt. Genau, hier seht ihr auch noch ein richtiges Highlight von mir in diesem Set und zwar ist das eine wunderschöne Wimpelkette, die so Glastürmchen mit drin hat. Das soll so eine Lichterkette halt darstellen oder Lampignons, aber ich finde, es sieht eher aus wie eine Lichterkette und da wurden wir auch ein paar Mal gefragt, ob diese Kette leuchtet und das tut sie leider nicht. Wir haben heute gerade ein Set ausgepackt, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Das ist dieses Set zu diesem neuen Haus und da ist auch, ich glaube, Einweihungsparty oder so. Das ist so ein Gartenset mit so einem Pool und einem Baum mit so einer Schaukel und einem Grill, der leuchtet. Und da ist tatsächlich eine Lichterkette drin, die leuchtet bunt. Mega cool. Waren wir voll überrascht, weil wir dachten nur, dass der Grill leuchtet. Und auf einmal leuchtete diese ganze Kette und das sieht total toll aus. Also wenn ihr sowas sucht, das ist in diesem Set. Die Lichterkette ist bunt, aber ihr könntet auch eine normale Lichterkette einfach daran hängen, dann würde es auch irgendwie leuchten. Es gibt ja mittlerweile schon so ganz dünne, da müsst ihr mal im Teddy gucken oder gerade zur Weihnachtszeit findet ihr die überall. Dann haben wir hier noch ein paar Blumen, einfach zur Dekoration, dass es nicht so langweilig aussieht. Genau, die stecken wir hier vorne fest. Was mich ein bisschen stört, ist, dass diese Grasseiten nicht richtig fest drin sind. Die fallen immer wieder raus. Das ist ein bisschen nervig, aber gut, was wollen wir machen. Dann haben wir was richtig Tolles. Und zwar kennt ihr das ja beim Geburtstag, wenn man so Kinderspiele macht, so Topfschlagen oder blinde Kuh oder so, da muss ja einer mal die Augen verdeckt bekommen. Und ich habe da mal einen Schal draus gehäkelt. Das war auch richtige Fisselarbeit. Und ja, Playmobil hat aber hier so Masken, die ihr einfach den Playmobil-Figuren oben drüber ziehen könnt. Und zur Not, falls ihr dünnere Finger und kleinere Finger habt, als ich, könnte da auch noch einen Ring draus machen. Dann haben wir hier eine Geburtstagskerze, die finde ich auch richtig schön mit so einem, ja, mit so einem Kleeblatt drinne, genau. Einfach um, ja, das Glück zu symbolisieren, was man hat am Geburtstag. Und jetzt hole ich mal drei Figuren her, und zwar einmal Greta, Nils und die Pauline. Und Paulina? Oh, ich vergesse immer, wie sie heißt. Jedes Mal muss man mich korrigieren. Verdammt, ich glaube, sie heißt Pauline. Die Pauline. Und dann schauen wir mal, wie das hier so alles wirkt, wenn ich dann mal fertig bin, die Kamera zu positionieren. Genau. Und ich habe jetzt mal beschlossen, dass der Nils heute Geburtstag hat, weil warum denn nicht? Und ich setze ihn hier auf diesen Geburtstagsthron. Also das ist so ein richtiger Thron für Kinder.
Genau, aber die Figur sitzt darauf sehr, sehr schlecht. Also ich finde, das hätte Playmobil ein bisschen gerader machen müssen. Irgendwie, das funktioniert nicht ganz so gut. Ich versuche es gerade, aber das ist nicht so einfach. Leider, 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 leider. Genau, wir haben viel Geduld, wie ihr seht, bekommt man es hin, aber bewegen darf man das Ganze jetzt bloß nicht, sonst fällt alles um. Ich hole jetzt noch einmal die Greta her, weil es mich wirklich interessiert, wie das da mit dieser Augenbinde läuft. Ich nenne es jetzt einfach mal so, dafür diese Abdeckung für die Augen. Genau, weil ich bin da, die sieht so groß aus, also ich hatte das Gefühl, dass das drüber rutschen kann, aber wie ihr seht, passt es genau und von der Theorie her könnte die Playmo-Figur jetzt nichts mehr sehen und es sieht total witzig aus. Dann habe ich mich gefragt, ob das bei der Greta wohl auch funktioniert, weil die Greta ja so einen hohen Zopf trägt. Und ja, ich muss sagen, wenn ihr das von unten so reinfummelt, wie ich jetzt gerade, dann passt das auch wirklich super. Und es rutscht im ersten Moment zwar runter, aber wenn ihr es dann einmal richtig fest habt, dann bleibt das auch drauf. Ist ein bisschen Fummelei, gerade weil dieser Zopf da am Weg ist, aber das funktioniert auch. Wenn ihr da einen ganz kleinen Moment Geduld habt, dann wird das auf jeden Fall super. Und wie ihr seht, können Greta und Pauline jetzt nichts mehr sehen. Und dieser Bogen ist auch total schön, finde ich. Also der ist echt toll. Genau, dann ist da noch ein Geschenk mit drinne und da ist auch was drinne. Mal schauen, was Nils hier bekommen hat. Und zwar einen neuen Teddybären, genau. Ich finde es schade, dass nur ein Geschenk drinne ist. Ich finde, zwei oder drei hätten es schon sein müssen. Und ja, dann ist da noch so ein Papierflieger drinne. Und genau, jetzt mache ich Greta erstmal wieder die Augenbinde ab. Denn wir haben ja auch noch was anderes hier in diesem Set. Und zwar diese coolen, ja, Säcke zum Sackhüpfen. Sowas haben wir auch noch gar nicht in unserer Sammlung gehabt, ist uns aufgefallen. Also das ist ganz neu, also quasi eine Premiere. Genau, und hier sind die beiden Säcke. Einmal ein blauer und ein roter. Und ich finde, sie hätten ein ganz kleines Stückchen größer sein können für die Playmobil-Figuren. Hier, Greta hat jetzt den roten Sack. Und dann können die beiden um die Wette hüpfen. Genau, also die stehen zwar super da drin, aber ich finde, sie hätten noch ein bisschen größer sein können, sodass der Bauch vielleicht auch noch drin ist. Genau, das klappt aber alles und die Figuren bleiben auch so drin stehen. Dann wollte ich nochmal gucken, wie das ist mit einer kleineren Figur, ob das auch funktioniert. Und wie ihr seht, ist das ein bisschen zu groß, also das würde ich dann ja lieber lassen. Obwohl es auch zur Not geht, also so ist es nicht. Genau, und die beiden hüpfen jetzt hier um die Wette. Genau, dann habt ihr hier oben noch eine Torte mit einem Messer und da muss ich echt sagen, also ich finde, das könnte ein bisschen detaillierter sein, also gerade eine Geburtstagstorte, also weiß ich nicht, die sieht jetzt aus wie so eine 0815 Torte, die gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich wirklich sagen, auch dass man die Stücke da nicht rausnehmen kann, ja, also weiß ich nicht, dieser Stuhl, der ist schon nicht so schön, aber diese Torte finde ich irgendwie nicht so ganz passend, das ist ja Geschmackssache und ja, ich wollte nochmal gucken, ob die Kinder auf den anderen Stühlen gut sitzen können und das funktioniert super und auch ein kleines Kind kann da drauf gut sitzen, das ist gar kein Problem, genau, also auch super kann Emma auch mit meinem Geburtstag feiern an so einem Tisch. Genau, eigentlich hat ja jetzt auch bald Linus Geburtstag und die Hanna hat auch bald Geburtstag und da könnt ihr ja nochmal sagen, ob ihr das sehen wollt oder eher nicht oder ob ihr jetzt keine Lust mehr habt auf Geburtstage, das könnt ihr einfach mal in die Kommis schreiben. Ja, und hier seht ihr nochmal das Set von vorne und von hinten und von der Seite auf so einem Drehteller. Ich muss sagen, für 12,99 € finde ich das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich finde, dass die Torte ein bisschen detaillierter sein könnte und ja, ich finde, dass dieser Thron auch, ich finde, der sieht auch so mädchenmäßig wieder aus. Das hätte man ein bisschen neutraler gestalten können. Aber ansonsten ist das Set wunderschön. Das sieht bestimmt toll aus, wenn das im Garten steht und ein Playmobil-Kind hat Geburtstag oder der Lukas, der könnte daran auch noch feiern. Keine Ahnung. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt uns doch mal ganz gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich würde dem eine 2 geben, den Set. Also wenn es Schulnoten geben würde, dann würde ich dem Set eine 2 geben. Ich verlinke euch hier vorne nochmal einmal unseren Kanal. Da könnt ihr uns gerne abonnieren. Und dann verlinke ich euch auch nochmal eine Liste oder eine Playlist mit vielen Geburtstagsvideos. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ach so, der Kommentar des Tages, der kommt natürlich auch noch. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Bis dann.
Ja, natürlich gibt es heute noch einen Kommentar des Tages. Hätte ich was vergessen? Und ich blende ihn euch jetzt genau ein, den Kommentar des Tages. Ja, der Kommentar des Tages ist heute von Theresia Brandt. Also vielen Dank für deine Einsendung. Und zwar hat sie geschrieben, Hashtag Claymo-Geschichten. Lukas, ist du ein richtig typischer Mann. Schön, dass Oma Charlotte mal wieder vorkommt. Ja, liebe Theresia, ich danke dir sehr für deinen Kommentar und freue mich, dass du wieder dabei warst bei Claymo-Geschichten. Und an dieser Stelle, ja, hoffen wir, dass dir unsere Videos noch lange gefallen und dass wir dich an dieser Stelle auch einmal ganz, ganz herzlich grüßen. Genau, also fühle dich ganz doll gegrüßt. Und falls ihr auch mal vorgelesen werden wollt, dann nutzt doch einfach den Hashtag Claymo Geschichten, wie die liebe Theresia Brandt. Mann, das ist ein richtiger Zungenbrecher heute. Genau, also schreibt es genauso wie sie und dann mit ganz, ganz viel Glück werdet ihr auch vorgelesen. Ja, ansonsten gibt es morgen ganz normal wieder eine Geschichte. Ich danke euch super doll fürs Einschalten und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Hier so, morgen. Bis zu einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.